Ein Mädchen sagte ihren Geliebsten, ihrem Freund, weißt du was? Mein Pa, der ist sehr glücklich, dass du ein Schriftsteller bist, dass du einer bist, der studiert ab alle Schriften, die Bücher schrieben hat. Ah ja? Jetzt hat ein paar Schein lesen? Nee, dort nicht gereicht. Das geht nicht um die Literatur, das Thema ist, den fehlenden Freund, den ich hatte, der studiert Boxeo, also wie ein Boxer. Und dann konnte dem aus dem nicht mehr wohl, konnte man nicht rutschmieten. Und deswegen ist die Freude, dass du ein Schriftsteller bist, deswegen bloß, wenn du einmal dem nicht gefällst. Naja, das wird dir nicht gereicht, der Bastard lobt dir was dann für diesen neuen Freund, wenn es dort bedient, dass er eins von schwacher wird und dort nächsten Moment fliehen kann, wenn der eins wird dem Paar nicht gefällt. Manche Mamas und manche Papas, die sagen so, wenn mir eins was nicht gefällt, redst du mal mit deinen Kindern darüber? Na, nee, red nicht so sehr darüber. Redst du mit Gott darüber? Na, nee, red ich nicht. Also einfach ohne zu reden, wenn mir was eins was nicht fällt, gefällt an meinem Quadrat, okay, dann lade ich den Tag, er darf wohl einfach da, der für sich dem Rüttel schmieden, der für sich eins wird das Leben komplizierter merken. Die Bibel sagt uns in dem Bereich und in vielen anderen Bereichen, und es steht da, dass alle an unseren Nesen heran, jeft dort jemand, der noch weiser ist als wir. Und das ist Gott. Da sagt es in Jakobus Kapitel 5, ab 2 dort hier von der Heilung von der Seele und von Gott sagt, Jakobus Kapitel 5, versagst hier in den letzten Teil, sagt es, das Gebet von dem Gerechten kann viel erreichen. Das Gebet von dem Gerechten kann sehr viel erreichen. Wenn du ein gerechter Mensch bist, dann kann dein Gebet viele Dinge tun. Ein einziger glaube Dollar an der Müll oder an ihre Füße aus am Gebet. So ist das Mann zum Beispiel, glaube Dollar an sein Eck in der Teichsaat und den Rutschöpfe wählen aus, eins wird zum Beispiel für das Mädchen beten. So, wenn die Kinder hast, die noch nicht groß sind, das ist eine gute Gelegenheit anfangen. Das braucht nicht angefangen zu beten, wenn er Liebschaft hat. Sondern im nächsten Moment sage ich, ich glaube, dass mein Gebet, dass Gott das erhielt. Und ich glaube, dass das ein sinnhaftes Beten und nicht bloß eine alles. Ich will das alles so tun, als ich das will. Ich will das alles in meinen Orten wissen. Denn das Gebet merkt uns selbst weiser, merkt die Kinder weiser, merkt ihn am Gehen in der Form, wenn es aus Gott das will. Und ich kann immer ein bisschen wieder checken aus wie, nicht nur ein bisschen, weit wieder. So, wer ist das in deinem Kontext? Siehst du alles bloß in deiner Form noch? Das gibt sogar so eine Desire, Mädchen, was sagt, als ich Christ. Und hast den Freund, als die Christ? Nein, er ist nicht. Das ist Götzendienst. Wenn ein christlicher Junge sieht, jemand, der nicht Christ ist, na ja, aber der hat Geld, oder der hat Schmack, oder wird eins, wann auch funktionieren. Gott ist sehr klar in dem Bereich. Jemand, wer Jesus Christus läuft, sieht eine Person, was Jesus Christus läuft. Und das sind Menschen, die heute beten können. Das sind Menschen, die können mit Gott reden dann. Nicht alles in dem Eck nur gehen, nicht alles in der Hand nur gehen, nicht alles in der Müll nur gehen, sondern in dem Bereich mit Gott reden, da hat eine Oase eine Seele schaffen dort. Und wo zwei Menschen einen tiefen Frieden haben, können die da zum Sehen sein, einer vom anderen. Ich möchte die merken wieder, die Situationen, wo du noch nicht alle ganz klar kannst, weiter für die Zukunft, einfach wieder Gott froh, wenn es dir viel mehr weiter ist als du in Eck.